Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu American Theft 80s. Ah, ein wunderschöner Tag. Und wir haben unseren nächsten Auftrag. Wir müssen noch einmal zurück zu den Containern. Ups, oh, die Maussteuerung ist aber echt empfindlich, ne? Beim, oh, Alter, wird einmal schwindelig. So, das heißt einmal wieder hier rechts rum. Moin. So, sorry. Oh, oh. Wir wollen nicht die Polizei holen. Wir wollen nicht die Polizei holen. So, wo waren das? Irgendwo hier vorne, ne? Warte. Ich glaube noch ein weiter, ne? Oder? Ja, hier, genau hier war das. So. Einmal wieder. Also warte mal, Hinweis anzeigen. Du kannst mit den Leuten reden, Jobs finden und Sachen verkaufen. Ah, diese Hinweise, ich liebe sie einfach. Immer zur rechten Zeit. Warte mal, die Frage ist natürlich. Okay, wir müssen dahin. Wo ist Joe? Warte. Werkzeuge. Um in ein Gebäude zu gelangen, brauchst du spezielle Werkzeuge. Einige von ihnen nehmen viel Platz weg, sodass du immer nur eins mitnehmen kannst. Werkzeuge gehen auch kaputt, wenn ihre Haltbarkeit gering ist. Oh shit. Du kannst sie im örtlichen Pfandhaus reparieren lassen. Oh gut, das ist gut. So, wo ist denn hier Joe Bob oder wie er hieß? Ich würde ihn mir gerne mal markieren. Weil die Frage ist, wenn er jetzt... Da ist er. Ist er das? Ja, das ist er. Wenn er es mit mich jetzt hier draußen rumwandelt, kommen wir ja vielleicht in seinen Container rein, ne? Warte mal. Ah, er sitzt da jetzt aber. So, hier draußen darf ich aber gehen, ne? Ist ja legitim. Ich kann ja hier draußen rumlaufen, wie ich will, wahrscheinlich, oder? So, ist die Tür auf der anderen Seite, oder? Ja, hier wäre die Tür. Aber hier komme ich nicht rein. Oder? Nee. Hier kann ich auch nicht aufs Dach, ne? Hüpf! Nein. Oh, hier kommen wir rein. So, und wo ist Billy? Ist Billy noch da irgendwo? So, ja, alles klar. So, Billy sehe ich aber nicht, ne? Guck mal da, oh, da blinkt ja auch noch ganz viel. Hier ist keiner drin, ne? Oh, komm, wir müssen das auf jeden Fall mal machen. Hätte ich mich jetzt eigentlich umziehen müssen? Ach, scheiß drauf. Ich probier's einfach. Was soll schon schief gehen? So. Niemand zu sehen, ne? Ne. So. Oh, Hammer benutzen. Oh, oh, ah, okay. Warte. Wie hoch muss ich denn da noch rauf? Okay, vier Schläge wohl. Einmal wieder in die Hocke. Hallo? Nice. Ach komm. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. So, was ist das hier? Kochtopf nehmen wir auch mit. Das ist das neue Gold. Kochtöpfe und Pfannen und alte Latschen. Das ist das neue Gold. So, Kochlöffel gehen nicht. Chocolate Chip. Oh, warte mal. Nee, warte. Ah, oh, Chocolate Chips. Die, oh, will ich mitnehmen. Shit. So. Welche Nudeln und Konserven. Können wir alles nicht mitnehmen. So, nur die alten Pfannen. Hauptsache die alten Pfannen. So. Okay. Noch mehr Kekse, ne? So. Da blinkt auch schon noch ein alter Kopftopf. Und schon ist wieder unser Inventar voll. Oh, ich hasse es. Oh, hier ist noch. Warte. Kohle. Noch mehr Kohle. Ah, wir müssen hier. Ich glaube, ich muss noch mal zum Auto gleich. Und ein paar Sachen weglegen. Damit wir wieder Platz im Inventar haben. Telefon. Alter, wir können hier noch so viel mitnehmen. So, irgendjemand zu sehen? Nee, ne? Hier sieht gut aus. So, ich muss noch mal eben zum Auto.
ein paar Sachen weglegen. Und dann kommen wir gleich nochmal wieder. So, einmal hoch damit. Alles klar. So, nee, du kannst jetzt wieder nochmal laufen. Eieieiei. Langsam rentiert sich der Job. Warum haben wir da so weit am Arsch geparkt? Verdammt. Aber zumindest hält sie Ausdauer. So. So. Warte mal, wie war denn das? Achso, wir müssen auf die andere Seite. Achso, wir können auch den Kofferraum öffnen. Kann ich das so reinlegen? Hallo? Nee. Na gut. So, Aktionsleiste. War das hier? Genau, zum Lager, zum Lager. Alles zum Lager. Nice. Gut, wir haben wieder Platz. Das heißt, einmal wieder zurück. Moin, Billy Bob. Na, alles frisch? So, sehr schön. Oh, ich mag das Spiel echt, ne? Was ist denn überhaupt hier? Was sind das für Häuser? Achso, das ist das Motel, alles klar. Ich war doch noch gar nicht fertig. Wieso, hä? Egal. So, ach nee, das war mal da hier, ne? Genau. So, dann nochmal wieder rüber. Und dann holen wir uns nochmal den restlichen Stuff. So, hatten wir denn noch was? Alter, der schnauft wie eine E-Lok, ne? So. Ja, ich weiß, ich habe E-Lok gesagt. So, Telefon, genau. So. Hier war doch noch mehr, oder nicht? War nicht noch irgendwas? Ja, der Kochtopf, genau. So, das können wir nicht mitnehmen, aber einen Topf nochmal mit. So, ich glaube, dann haben wir es, ne? Warte mal. Nee. Oh, hübsche Fotos an den Wänden. Gut. Wieso brennt hier überhaupt das Licht? Am helllichten Tag. Was eine Stromverschwendung. So, wo liest Billy Bob? Billy Bob ist... keine Ahnung, wo er ist. So, ich würde da gerne nochmal da vorne probieren. So, irgendwelche vollen Aschenbecher können wir nicht mitnehmen. Jetzt ist hier jemand drin? Nee, ne? Die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt hier raufhauen, hört er uns? Wird er uns hören? Ich riskiere es mal. Ich riskiere es mal. Sieht nicht so aus, ne? Oder? Nö, er sitzt da. Sehr schön. So. Oh, Kassetten. Alte Treter. Alles rein damit. Alles rein. So. Oh, scheiße. Ich glaube, unser Inventar ist schon gleich wieder voll, ne? Nehmen wir nochmal 5 Dollar. Und natürlich wieder schöne Schubladen. Oh, ich liebe es. Ich liebe es, Schubladen zu durchwühlen. Oh, nice. So, und hier ist nichts mehr. Ah, Entschuldigung, Joe Bob hieß er ja. Genau, Joe Bob, nicht Billy Bob. Und hier sind noch mehr Cookies. Die haben ja alle Cookies und ich kann die nicht mitnehmen. Das Spiel ist echt böse. Oh, Alter. Oh ja, war klar, schon wieder voll. Schon wieder voll. So, kommt er jetzt rein? Ich dachte eben schon. So, das hat sich aber definitiv gelohnt. So, wir gehen einmal wieder zurück. Laden unseren Kram nochmal ins Auto. Und anschließend, glaube ich, holen wir mal die Sachen für den Auftrag. So. Ich schätze mal, Billy ist wahrscheinlich arbeiten, ne? Der ist wahrscheinlich gar nicht zu Hause. So, einmal hupfdiwupf. Und okay, einmal wieder zum Auto.
Ich gehe nur spazieren. Ich gehe hier nur spazieren. Ich bin ganz harmloser Passant. So. Sehr gut. Dann einmal Aktionsleiste und das und alles klar. Oh, ich finde das gut, dass man auch Sachen ins Auto packen kann. So, und die Fahrradteile sind ja gleich hier, ne? Achso, hier wahrscheinlich. Ah, ja, wir müssen hier, alles klar. Ne, warte mal. Oh, ne. Ah, warte mal. Ich glaube, wir müssen jetzt schlafen, ne? Ja. Jetzt müssen wir einmal schlafen gehen, damit Jim Bob, oder wie er heißt, einmal in seinen Container geht. So, schlafen. Machen mal irgendwie wieder bis 23 Uhr. Glaube ich, sollte reichen, oder? Okay. So, und wir werden nochmal irgendwie Ausrüstung wechseln. Sicher ist sicher. Damit werden wir wahrscheinlich ein bisschen weniger erkannt. So. Genau, Jim Bob ist in seinem Haus. So. Hammer benutzen. Zack. Oh, jawohl. So. Liegt hier wieder irgendwas Neues? Oh ja, Pfanne. Was ist das? Ein Motorradtank, ne? Gut, so, sonst können wir aber hier nichts mehr mitnehmen. Okay, jetzt schnappen wir uns mal die Teile. Große Gegenstände. Große Gegenstände passen nicht in den Rucksack. Du musst sie tragen. Transportiere sie im Kofferraum eines Autos. Öffne den Kofferraum und lege sie hinein. Du kannst sie auch mit linker Maustaste werfen oder mit E fallen lassen. Okay. Oh, Alter, ist die Kiste schwer. Oh. So. Werfen? Super, die werfe ich ja mal ganz weit. Wo ist jetzt der Unterschied, bitte schön, zu werfen und fallen lassen? Keine Ahnung. So, eieiei. Aber wir haben eine Menge rausgeholt, von da alles gut. So, einmal weg mit der Kiste, öffnen. Hallo? Und hineinlegen. Sehr schön. So, dann gehen wir mal wieder zu Stanks. Entschuldigung, falsche Richtung. So, einmal hier. Und dann geht's hier rum. Oh, ja, 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 ja. So, perfekte Tarnung. Nice. Wir sind noch nicht da. So. Einmal hier. So, Hinweis. Erfahrung und Levels. Durch das Stehlen von Gegenständen erhältst du Erfahrung. Nach dem Levelaufstieg kannst du Fähigkeitspunkte aus. Okay. Kann ich hier denn schon irgendwas? Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Okay. Mehr Ausdauer. Ich habe gerade Backpapier gelesen. Ich denke schon, was? Backpacker. Öden Sie den Platz im Rucksack. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. Werkzeuge gehen 5% seltener zu Bruch. Nachmieter erkennen 5 Meter. Erkenne den Preis von 20%. Oh. Das ist alles nice, ne? Aber ich denke mal, wir brauchen als erstes mehr Platz im Rucksack. Deswegen würde ich das mal hier nehmen. Lernen. Sehr schön. So, ach nee, warte mal. Wir müssen ja wahrscheinlich das alles hier mitnehmen, ne? So. Ei. Okay, so. Ach nee, ich wollte die Tür aufmachen. Ich wollte nicht wegwerfen. So. Ernsthaft? Ich kann die Tür nicht aufmachen, wenn ich Karton in der Hand halte? So.
So, hier. Hier hast du deinen Scheiß. Bitteschön. How you doing? How you doing? Nicht so gut. Ich hab dein ganzes Zeug hier bisher hergeschleppt. I heard about what you done over there, and I like it. That's good, because I got more work for you already. I'm thinking I ought to invest in some rare vinyls. Was? Ich mache mir Sorgen, dass sie Geld drucken wegen der russischen Raketen und so? Hä? The problem is, the best ones ain't on the market. Word is, the best ones are on 701 Cedar Drive. This time, don't break nothing. Ja, wo hab ich denn das letzte Mal was kaputt gemacht? Oh, Hong Tu. Guck dir mal an, du Hackfresse. Ja, wohl unglaublich. So, Stil 4 Schallplatten aus 701. Wo ist denn 701? So, 702, 03, 5, 6, wo ist denn 701? Hier wahrscheinlich, ne? Ja, ja, hier, okay. Das heißt, wir müssen raus, ja, im Prinzip, ja, ist egal wie rum, wir müssen halt hier in diesen Bogen. Gut, so, aber vorher verkaufe ich natürlich noch mein ganzes Zeugs. Abend! So, Alter. Oh, Kammer. Hammer reparieren. Und wir können eine Taschenlampe kaufen. Wobei ist die Frage, brauchen wir sowas? Ach komm, wir können es uns leisten. So, einmal hier Pfanne, Treter, Topf. Oh, das gibt richtig viel Kohle, ne? Am meisten hier Wasserkocher, $12. Kann ich nicht alles auf einmal verkaufen? Na egal. Und wir haben schon $257. Habe ich jetzt auch das aus dem Auto verkauft? Ich glaube ja, ne? Ja, muss ja. Muss ja, warte mal. Naja. Oh, das finde ich nice, dass wir das auch direkt aus dem Auto verkaufen können. Wieso ist denn mein Kofferraum noch auf? Na, sowas. So. Das heißt, wir müssen einmal nach 701. Okay. So, dann fahren wir mal hier rum. Und dann einmal hier rum. Ich fällt gerade auf. Ich glaube, ich habe eben vergessen meine... Oh, warte mal. Ist das hier schon? Stopp! Ne, ich glaube noch einen weiter, ne? Mir ist gerade aufgefallen, ich habe vergessen, dass wir unsere Kleidung gewechselt hatten. Das scheint hier zu sein, ne? Park mal hier. Aber wir haben noch unsere Kleidung an, aber egal. Passt ja dann. So. Thomas? Es ist 3.30 Uhr in der Nacht. Was machst du da? Gartenarbeit mitten in der Nacht. Naja, wem's gefällt. So, wahrscheinlich heißt das, wir müssen von hinten rein, oder? Guck mal eben. So, wir gehen mal noch ein Stückchen weiter. So, dann müssen wir hier rüber. Die Frage ist natürlich, ob hier noch jemand drin ist. Okay, hier komme ich nicht durch. So, hier ist auf jeden Fall schon mal leer. Rasenmäher mitnehmen können wir wahrscheinlich nicht. Ah, da kann ich auch keinen erkennen. Ich gehe erstmal auf Nummer sicher. Nicht, dass hier noch jemand im Haus ist. So. Okay, anscheinend kommen wir nicht durch die Fenster. Da ist auch noch ein Zimmer. Hier ist das Bad. So. Geh mal von aus, dass wir durch die Hintertür müssen, ne? Ja. So. Dann einmal ruf da. Und ruf da.
Hau rein da. Zack. Dankeschön. So. Oh, ich habe mich gerade erschrocken. Aber Thomas ist noch fleißig bei der Gartenarbeit. So, Schubladen. Juhu. So, leer. Nüscht, nüscht. Und nüscht. So, Kühlschrank. Ich kann da mal einen Snack vertragen, ne? So, gar nichts. Oh ja. Sehr gut. So, hier die alte Pfanne wieder mitnehmen. Wasserkocher. Hier müssen wir rein. Hallo? Oh, Schalt. Eins von vier, okay. Zwei, drei und Plattenspieler nehmen wir natürlich auch mit. Wo ist denn die vierte Platte? Warte mal. Schublade vielleicht? Nee, hier ist keine Schublade. Wo ist denn die vierte Platte? Könnten wir jetzt von innen? Ah ja, das geht. Okay, von innen kann man die Fenster öffnen. Das ist schon mal gut. So, Thomas sitzt noch da drauf. Ach, hier ist die vierte Platte. Alles klar. Fernspielzeug. Und meine schönen Schubladen. So. Nüscht. Ah, shit. Trau mich nicht ans Regal. Ich glaube, den sieht er uns, ne? Muss mal eben warten, bis er wieder vielleicht weggeht. Ja, sehr gut. So, oh. Money, money, money. Must be funny. So, da sind auch noch mehr Räume. Ich weiß natürlich nicht, wann er ins Haus kommt, ne? Ist es 6 Uhr? Shit. Oh, warte mal. Oh, ich dachte immer, er kommt rein. Ich trau mich einfach nicht mehr, weil irgendwann wird er wahrscheinlich reinkommen, ne? Und ich gehe mal von aus, wenn er nachts im Garten ist, dass er... Nee, doch nicht. Ich dachte eben schon. Warte mal. Wie viel haben wir denn jetzt im Inventar? 37 von 42. Also wir sind sowieso so gut wie voll. Die Platten haben wir. Ich weiß nicht. Ne, komm, wir verschwinden mal hier. Mir ist das echt zu unsicher. Vor allem, wir haben das, was wir brauchen. Und da alles gut. Was? Jemand zieht dich in Einbrech? Ah, alles klar. Wo denn? Aber wir dürfen nicht in Einbrecherkleidung gesehen werden? Ja, gut. Der Tipp kommt wahrscheinlich in einer Viertelstunde. So. Das heißt, einmal schnell umziehen. Bevor uns noch jemand sieht. So, warte mal. Ausrüstung wechseln. So. Oh, perfekte Tarnung. Nice. So, dann bring die Platten zu Stax. Machen wir. So. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. So. Einmal hier. Und... Ja! Wieso stehe ich jetzt wieder vor der Tür? Oh, schon vorbei. Okay.
So, wer bist du denn? Was geht's, Alter? Joel Schlangenfaust. Du bist ein echter Rock'n'Roller. Was ist eigentlich mit dir? Hast du inzwischen mal irgendwelche Informationen? Natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert. So, hier, ich hab deine Scheißplatten. How you doing? How you doing here? Joel over there knows how to rock. But it's me that's gonna make him a star. I'm his manager. And as his manager, I've got a chore for you. Okay, lass hören. Go down to the music store and pick him up a new guitar. It's gotta be an aquamarine Les Paul Smith. Don't F this up. It's very sensitive. Wieso soll ich jetzt eine Gitarre kaufen? Stehlen könnte ich ja noch verstehen, aber doch nicht kaufen. Und wer gibt mir die Kohle wieder? Hä? Hä? Oh, komische Aufträge. So, sprich mit dem Manager des Musikgeschäftes. Okay. So, wir gehen natürlich vorher einmal unseren Stuff verkaufen. So, einmal hier rein. Hast du wieder was Neues im Angebot für mich? Hammer reparieren, machen wir. Und Plattenspieler... Lernspielzeug, Radio $32. Weg bei dem Rolls. $406. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank. So, hast du nicht irgendwie noch Werkzeug für mich? Irgendwas? Brechstange benutzen. Habe ich nicht. Das kann man wahrscheinlich zum Üben nutzen, oder? Nice. Nice. Okay. So, aber ich glaube... ich würde jetzt einmal hier speichern. Könnte ich nicht irgendwo speichern? Da hinten kann ich irgendwo speichern, ne? Genau, hier kann ich speichern. So, warte mal, was ist denn hier? Würde ich hier auch reinkommen? Habe ich irgendwie die Möglichkeit, hier reinzukommen? Oh. Moin! Nee. Also über den Zaun auf jeden Fall nicht. Einzige Möglichkeit wäre hier. Okay. Aber nicht mit dem Hammer. Na gut. So, speichern. Was ist mit den Passanten hier? Kann ich mit denen reden? Was willst du? So. Ach, wollen Sie telefonieren? Es tut mir leid, ich mache gerade eine Inspektion. Es geht gerade nicht. Ja, doch ehrlich. Ja, dann gehen Sie weiter. Hallo, geh doch. Alter. Na gut, so. Ich gehe einmal speichern. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Ja, ja, ja. So, beim nächsten Mal sprechen wir mit dem Manager des Musikgeschäfts und ich glaube, es werden noch viele, viele schöne Aufträge auf uns warten. Ich bin gespannt. Vergesst den Daumen bitte nicht und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.